Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Terraria. Genau. Ja, der Unterschied ist, du sagst mal, das ist der P und der, ne? Das ist Gelo. Ja, wir haben aufgenommen. Du bist jetzt nicht im Haus. Ja, ich bin noch im Haus. Ich bin gestorben. Also, wir hatten die Aufnahme gestartet. Die ist genau 1 Minute 24 gelaufen und dann ist sie irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie abgebrochen halt. Ich habe die jetzt gelöscht und ja, deswegen ist du sie jetzt nicht hier. Ich bin gestorben. Ja, deswegen, wir machen jetzt einfach mal ganz normal weiter. Und ich komme. Also wir hatten vor, die Fäulnis genau zu durchqueren und ich bin schon sehr weit eigentlich. Ja, ich komme. Ich, aber eile. Alleine kann ich das wahrscheinlich nicht schaffen. Hier sind gerade 3 Seelenfresser, also ich habe ein Problem. Ja, ich beeile mich. Nein. So. Ich bin nicht am Rennen, ich fighte gerade und ich habe sie besiegt. Also, um da unbeschadet durch die Fäulnis durchzukommen, werden wir höchstwahrscheinlich noch ein paar stärkere Waffen brauchen. Also, ja. Nein! Och Mann! In das Ding bin ich vorhin schon runtergefallen. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Leider können wir uns auch nicht TP'en, weil das irgendwie mit diesem Rechte-System nicht geht. Das ist voll der Mist. So. So, ich hoffe, diesmal klappt's jetzt. So, hier wieder in den See rein. Ja, das der Dusi wieder abgeschmiert. Internetprobleme. Kennt man ja, leider. Warte. / Kick, Dusi 98. Das wie das letzte Mal. Ah, scheiße. Kriege ich den da jetzt runter? Egal, wir warten jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Wenn nicht, dann unterbreche ich die Aufnahme. Auf jeden Fall, ich laufe hier einfach mal weiter. Und gucke, bis er hier wieder in den Channel kommt. Oh, der Zombie stirbt. So. Immer her mit den Münzchen. So. Buddy joined your channel. Okay, da ist er auch schon wieder. Hua, so. Ja, ich würde da mal sagen, ich unterbreche kurz die Aufnahme, weil er kann sich die Talkpower nicht selbst geben. Ja, dann... Nein, brauchst du nicht. Okay, vorhin ging es nicht, komischerweise. Ja, es geht, weil ich bin mal mit meinem PC angekommen gerade noch. Was hast du mit dem Internet? Das kann so nicht bleiben. Das ist... Nein, naja. nochmal jetzt so zur Nebeninformation. Es ist wie eine Chaosaufnahme. Zum Glück muss er sich jetzt nicht da wieder alles zusammenschneiden. Das hast du nicht gesehen. Ja, zum Glück. Bei uns ist das so. Ich glaube aber, du bist noch auf dem Server. Glaube ich. Bin ich nicht. Bist du runtergeflogen? Bist du auch klar. Ja. Und ich habe Terraria beendet, weil ich sowieso Soundfehler wieder hatte. Das geht nach 5 Minuten direkt, aber auch immer nur, wenn ich Kopfhörer drin habe. Das ist extrem schlimm. Ja, ich habe den Sprung jetzt auch geschafft. So. Und ich glaube, ich hau jetzt hier einfach mal. Ich bin hier bei Nacht in der Vollen, das ist voll schlimm hier. Hier ist ein Auge, hier ist ein Seelenfresser. Ich hau hier die Kopfhörer raus. So. Oh, nein, ich bin gestorben. Nein. Schon wieder. Was für ein Kack aber auch. So, jetzt habe ich mal die Kopfhörer rausgemacht. Ich hoffe, mein Sound ist nicht zu laut. Nee, das geht schon. Ich hoffe, ihr hört es auch nicht. So, dann machen wir hier den ganzen Weg nochmal. Ich hoffe, wir kommen da irgendwann durch. Ich mache das jetzt noch. Ich probiere das diese Folge noch ein paar Mal. Ob wir da durchkommen. Wenn nicht, dann machen wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen was in der Höhle. Weil wir können ja nichts machen. Wir haben auf beiden Seiten Fäulnis und wir kommen sonst auch nirgendwo hin. Das ist das Doofe. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal in die Höhle. Das ist auch gut. Ich habe jetzt gar keinen Sound mehr hier. Auch klasse. Ich hasse meinen PC. So. Ich sag euch, Leute, an Weihnachten, dann habe ich einen richtig, richtig guten PC. Und auch der Lorenz, beziehungsweise der Kelo, ja, ne? Der hat einen richtig, richtig guten PC. Genauso. Dann haben wir halt, wir werden uns ja wahrscheinlich den gleichen holen, oder? Ja. Wir müssen dann mal gucken, was wir uns, was wollen wir dann holen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann einen richtig geilen PC und nein! Dann auch, ich bin schon wieder in dieses Loch runtergefallen. Mehr Minecraft, da gibt es sogar auch Minecraft dann von mir. Ja, von uns beiden gibt es dann Minecraft. Und ich denke, zumindest ich werde viel in der Minecraft PvP-Szene und so machen. Ja, ich höchstwahrscheinlich auch. Trouble in Mineville, genau.
Werden wir beide. Alles mögliche, The Hive und so halt, was sich um The Hive dreht. Da. So. Vielleicht wird dann auch sowas ähnlich, vielleicht wird dann auch sowas ähnlich wie Feed the Beast auch mal möglich sein und so. Ja. Wär zumindest ziemlich geil, wenn, ja, wenn das dann ab Weihnachten gehen würde. Und ja, ab Weihnachten haben wir auf jeden Fall einen richtig geilen PC und freue mich schon drauf, weil der PC, das ist richtig schlimm, die Soundkarte ist scheiße. Ja, der Prozessor ist scheiße. Beim neuen PC sollte man eigentlich auch drauf achten, dass dann. Also, Prozessor und Grafikkarte ist halt nicht alles, ne? Man braucht dann schon eine schnelle Festplatte, dass es geht. Und das Netzteil sollte auch nicht unter 300 Watt sein. Das hängt schon von vielen Dingen und Faktoren ab, und dass der PC auch wirklich perfekt ist. Deswegen ist aber auch das Problem, dass die PCs hier so teuer sind. Genau. Aber deswegen, das Netzteil, das ist schon ziemlich teuer. Also letztens hatte ich ein vorinstalliertes Netzteil von 330 Watt oder so gehabt, was ziemlich wenig ist. Da habe ich gerade mal den 550 Watt mir mal anzeigen lassen und das hat schon 120 Euro mehr gekostet. Also das sind schon massive Kosten, was da das Netzteil betrifft. Ja, vor allen Dingen es ist halt richtig teuer, aber genau. irgendwann muss man sich halt mal sagen, ja, ich kaufe mir so einen PC und der PC, den hat man ja. Den hat man dann auch eine Zeit. Das ist ja. Den hat man ja, wenn es richtig gut läuft, sogar 10 Jahre. Wenn es richtig gut läuft. Also, weil ich denke, wenn der PC richtig gut ist, dann brauchst du keinen neuen. Ja. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Schon. Also ich habe den Laptop hier 2009 bekommen und ich bin eigentlich der Meinung, dass man Laptop nicht länger als 3 Jahre eigentlich haben sollte, weil der ist dann doch schon ziemlich überlastet. Ja, was Minecraft schon mit Default, dass es da schon aber auf 20 FPS ruckelt. Wenn man Glück hat, hat man manchmal sogar 30 oder 40, also mit Optifine oder sowas. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass ein Laptop halt nicht länger hält. Belüftung halt. Bei den Laptop hier, den habe ich erst letzten Sommer entstauben lassen, sozusagen. Komplett alles auseinandergebaut. Gel oder sowas ist es zwischen Prozessor und Prozessorsockel. So ein Kühlkram. Das habe ich erst letzten Sommer auswechseln lassen, den Lüfter komplett entstauben lassen. Und jetzt nach einem halben Jahr ist der schon wieder verdreckt und ich müsste den dann wieder auseinanderbauen. Und das wäre ziemlich scheiße deswegen. Von der Zeit her, das dauert lange, bis du das mal alles gemacht hast. Oh ja, also das hat... Eine Stunde, zwei, ne? Ja, fast 2 Stunden hat es gedauert, bis wir den Laptop da mal auseinander hatten. Die Kosten sind auch nicht gerade so wenig. Nee, das war ziemlich teuer. Das hat 100 Euro gekostet. Also bei dem Computertyp, wo wir sind, der ist schon ziemlich billig. Also der ist nicht teuer, ganz und gar nicht. Aber das kostet einen Haufen Geld. Das ist unfassbar. Ja, deswegen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, das ist halt. Ja. Ja, und der Vergleich zum PC ist halt in dem Fall, dass man beim PC kann man einfach da die Dings aufmachen und mit dem Staubsauger mal durchgehen. Fertig. Ja, und beim PC ist es auch der Vorteil, dass man einfach, dass die Festplatte und so halt, ja gut, ich meine jetzt eher der Prozessor, der wird nicht schlechter wirklich. Ja, das sind halt diese Mobility, diese mobilen Prozessor, die da eingebaut werden, die sind halt nicht ganz so leistungsfähig und das ist halt das, genauso wie nicht so perfekt ist. Der Laptop ist halt einfach, der wird von Zeit zu Zeit immer schlechter und das ist halt der Unterschied beim PC, der wird auch schlechter, aber nicht so schnell wie der Laptop. Ja, der verschleißt nicht so schnell. Nach 3 Jahren kannst du den Laptop eigentlich schon, wie Kedo schon sagt, auf den Schrotter bringen. Ja, der funktioniert noch, aber er hat einfach zu wenig Leistung für das, was ich zum Beispiel mache. Zum Beispiel, ich muss meine Videos rendern, was ziemlich leistungsfressend ist. Und da dauerten dieses Video hier zu rendern, diese 10 Minuten, das dauert... Wie lange dauert das?
fast eine Stunde. Und ja, wenn ich einen PC hätte, würde das noch nicht mal 15 Minuten dauern. Also, das ist halt schon... Der Timer. Okay, der Timer klingelt. Ja, vielleicht können wir uns das, die nächste Folge mal ein bisschen weiter damit beschäftigen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall in die vollen, durch die Fullness haben wir es jetzt nicht geschafft, leider. Auf jeden Fall habe ich gesehen, da... Wir haben ja nicht mal eine komplette Rüstung. Da unten liegen auch ziemlich viele Münzen, habe ich schon gesehen. Wir brauchen auf jeden Fall mal diese Boots da, wo wir schneller rennen können und fliegen müssen. Wir sind eigentlich so blöd. Wir haben doch diese Stiefel da. Die hätten wir doch nehmen können. Können wir doch viel weiter springen. Wir haben keine Stiefel. Doch, natürlich. Wir haben diese Stiefel. Ja, da kann man höher springen. Das ist ja schon ziemlich nützlich. Ja, das weiß ich. Okay. Ich bin jetzt ziemlich weit gerade. Dann wünsche ich dir viel Glück, weil ich gehe jetzt einfach nicht mehr aus dem Haus raus, weil... Okay. Ich denke, da brauche ich nicht mehr viel. Nein! Okay. Ich bin hier unten wieder fest. Ja, okay. Nee, ist sogar eine Sackgasse. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mal. Ah, warte, ich mache hier gerade noch nicht, dass ihr auch was seht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Let's Play Terraria. Genau. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.